Bleiben wir mal bei den Meuranern. Nehmen wir die junge Dame, die jetzt gerade hier vorbeikommt, in da oben mit der LVM-Jacke. Jawohl, der hier auf der linken Hand geht. Das ist Sila von, aus der Elli von Strahlemann, ne? LVM, eine 8-jährige Stute, die jetzt hinten bei der großen Eihe vorbeigeht auf der linken Hand. Jawohl, sie hat die Hand gehoben. Eine 8-jährige Stute. Und hier hat man vermerkt, die Steffi Eisermann hat sich ja ein kurzes Protokoll dazu ausgedacht. Ist da, heißt sie, ist eine leistungsbereite Stute mit guten bis sehr guten Grundgangarten. Sie ist im Stutbuch eingetragen in Thüringen und sie legt ja auch ihre Leistungsprüfung ab vor 3 Jahren. Im Haflinger Gestüt Meura ist sie aufgezogen und auch gezüchtet worden. Und Sie wissen ja, das Haflinger Gestüt Meura ist einer unserer größten europäischen Zuchtbetriebe, die also tatsächlich Pferdezucht betreiben mit ihren Stuten, weil sie auch die Milch brauchen. Man hat auch bereits 3 Fohlen gehabt, diese Stute. Und was sehr erfreulich ist, und da würde ich besonders darauf hinweisen möchten, sie wird in diesem Jahr auch bereits im Schulbetrieb im Gestüt eingesetzt und hier als besonders zuverlässig, vor allem auch im Gelände von Kindern und Jugendlichen gelten. Ja, regelmäßig wurde sie mit dem gelben Gesichtsausdruck auf unseren Schauveranstaltungen im Sommer, das machte das Gestüt Meura immer wieder mit großer Passion und ist also auch publikumserfahren, verstört sie relativ wenig, was sich da draußen abspielt. Sie ist schick, sie ist ansprechend, schön im Gleichmaß der Bewegungen, schön zu sitzen, macht ein sehr schönes Bild. Ich nehme mal an, sie hat 1,43 42, 43, 44 Stockmaß, stimmt das ungefähr? Helen? Ja. Aber wie gesagt, der letzte Zentimeter ist nicht entscheidend. Wir hatten im letzten Jahr einen Haflinger dabei mit 1,42. Der war als erster verkauft, weil er in einen Schulbetrieb ging mit Kindern, beziehungsweise Kindern mit Behinderungen. Die sind glücklich und zufrieden, dass er nicht so groß ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Die Zentimeterzahl ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass diese Stute, diese Esta, ein äußerst braves, umgängliches Pferd ist. Wie gesagt, für den Schulbetrieb schon abgeklärt, allerbestens in ihrem Interieur. Und Sie können sie selbstverständlich ausprobieren. So, dann lassen wir die Pferde mal in. Ja, dann machen wir den hier mal. Ja.